Einen wunderschönen guten Morgen. Sie, liebe Kirchenvorsteherinnen, liebe Kirchenvorsteher, liebe Ehrenamtliche, liebe Hauptamtliche, liebe Schwestern und Brüder. Schön, dass Sie sich aus ganz Bayern auf den Weg gemacht haben. Und das meinen wir heute ganz, ganz wörtlich. Schön, dass Sie gut angekommen sind. Ich bin heute Morgen durch Tiefschnee zur S-Bahn gegangen und habe Sie alle in mein Stoßgebet mit eingeschlossen. Und es scheint ja funktioniert zu haben. Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott. Und ich sehe, dass links und rechts neben Ihnen auch jemand sitzt. Und falls Sie es noch nicht gemacht haben, begrüßen Sie sich doch kurz mit Ihren Nachbarinnen, mit Ihrem Nachbarn. Vor 6 Jahren standen wir beide schon mal hier vorne. Da war Premiere für den Tag der Kirchenvorstände. Und Pfarrer Martin Simon hat extra eine Fliege. Die trägt er nur an diesem Tag. Also seit 6 Jahren hat er die nicht mehr getragen, aber heute wieder. Das Veto meiner Frauen zu Hause gilt nicht für diesen Tag. Und es ist schön, dass Sie jetzt so spontan geklatscht haben, weil dieser Applaus, den hat er wirklich verdient. Pfarrer Martin Simon hat diesen Tag der Kirchenvorstände mit vielen anderen wieder vorbereitet. Und ich sage Ihnen, das war eine Heidenarbeit. Aber ich glaube, sie hat sich gelohnt. Den Ball spiele ich gerne zurück, weil was wäre ein Team, wenn es nicht sehr gut unterstützt wird? Und unsere Leiterin, Frau Pfarrerin Gudrun Scheiner-Petri, hat uns bei den Vorbereitungen immer wieder den Rücken freigemacht. Und das wissen Sie als Ehrenamtliche und als Hauptamtliche, dass das wichtig ist, um sich engagieren zu können, auch mal den Rücken frei zu bekommen. Dankeschön. Ja. Wir im Amt für Gemeindedienst sind sehr froh, dass wir einen Chef haben im Landeskirchenamt in München, der ein Auge auf uns hat. Und damit meine ich seinen wertschätzenden Blick auf die Vielfalt des kirchlichen Lebens und auf die Gaben derer, die sich in unserer Kirche engagieren. Er hat sie gut im Blick, er schätzt sie und er fördert sie. Herzlichen Willkommen dem Leiter der Abteilung für Ökumene und kirchliches Leben, Herrn Oberkirchenrat Michael Martin. Liebe Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, Schwestern und Brüder, in 1528 Kirchengemeinden wurden im letzten Jahr in unserer Kirche neue Kirchenvorstände gewählt. Da ist jede Menge neu. Ein Gremium findet sich neu zusammen. Eine Gruppe von Menschen, die die Gemeinde zu leiten haben, werden Rollen und Aufgaben neu verteilt. Neue Herausforderungen werden angenommen oder bereits vorhandene Herausforderungen wieder aufgegriffen. Neue Ziele für die Gemeindearbeit werden vereinbart. Neue Fragen tauchen auf. Vielleicht, wir haben es ja vorhin gehört, eine ganze Anzahl von denen, die heute hier sind, sind sie neu im Kirchenvorstand. Und tatsächlich, ein Drittel der im letzten Jahr gewählten Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen sind zum ersten Mal in der Kirchenvorstandsarbeit aktiv. Vielleicht aber sind Sie auch neu in einer Rolle im Kirchenvorstand, als Vertrauensfrau oder als Vertrauensmann. In unserer Bibel steht das Neue unter einer ganz besonderen Zusage, unter einer ganz besonderen Verheißung. Im Buch des Propheten Jesaja können wir lesen: So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht,
Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Viele Passagen unserer Bibel im Alten und Neuen Testament sprechen vom Neuen, von neuen Aufbrüchen, von neuen Wegen. Im Psalm werden wir aufgefordert, ein neues Lied zu singen. Im Buch des Propheten Jesaja hören wir mitten in der Gefangenschaft, im Exil, von neuer Kraft für die Müden, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Am Ende des Jesaja-Buchs wird das Bild von einem neuen Himmel und einer neuen Erde beschrieben. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man des Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Der Prophet Hesekiel sogar spricht von einem neuen Herz und einem neuen Geist. Und im Matthäusevangelium ist vollkommen klar, dass neuer Wein selbstverständlich in neue Schläuche gefüllt werden muss. Beim Abendmahl hören wir in jedem Gottesdienst, wo wir miteinander am Tisch des Herrn feiern, vom neuen Bund. Und Jesus spricht von einer neuen Geburt, wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und seinen Jüngern gibt Jesus ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Paulus betont, dass alles neu wird. Ja, wir selbst neu werden, eine neue Kreatur. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, schreibt er an die Gemeinde in Korinth. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und in der Offenbarung des Johannes gibt es die große Perspektive auf eine neue Welt. Auf eine Welt ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krieg. Eine Welt ohne sogar den Tod. Und er endet in dieser Passage mit dem berühmten Satz, siehe, ich mache alles neu. In unserer Bibel also ist klar und deutlich, das Neue steht unter einer besonderen Verheißung. Was der Prophet am Ende des Exils als Perspektive für die Vertriebenen beschreibt, das lässt sich auch auf unser Leben beziehen und auch auf die Arbeit in unseren Gremien und in den Leitungsgremien, zum Beispiel im Kirchenvorstand. Da heißt es, so spricht der Herr, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Neues also steht unter einer besonderen Verheißung. Das gilt natürlich auch für Neuanfänge im Kirchenvorstand. Auch Ihr Neuanfang steht unter der besonderen Zusage, Gott wird auch in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Stadt, in Ihrem Dorf Neues schaffen. Gott legt die Erneuerung seiner Kirche in Ihre Hände. Er zählt auf Sie. Gott schafft Neues, wenn Sie jetzt mit Ihrer Arbeit im Kirchenvorstand stark starten, wie der Slogan für den heutigen Tag heißt. Nun kann man die Frage stellen, so viel Neues? Braucht's das wirklich? Erkennt denn niemand die Schätze unserer Tradition, die in unserem Dorf, in unserer Stadt über Jahrhunderte geholfen haben, den Glauben weiterzugeben und Menschen zu ermutigen? Gibt es niemanden, der den Wert der Tradition und dessen, was sich bewährt hat, erkennt? Tatsächlich steckt in manchen Traditionen, in manchem Althergekommenen ganz viel Kraft und Leben. Die Weihnachtsgottesdienste, Gottesdienste an großen Feiertagen, an Erntedank, am Ewigkeitssonntag,
der Besuch dieser Gottesdienste nimmt zu. Mit der Konfirmation erreichen wir immer noch gut ein Drittel einer Generation junger Menschen. Und die Begleitung von Menschen an Wendepunkten in ihrem Leben ist nach wie vor wichtig. Da liegen in unserer evangelischen Tradition Schätze, verborgene Schätze, deren Potenzial noch längst nicht gehoben ist. Auch von den neuen Kirchenvorstehern und Kirchenvorsteherinnen dürfen solche Schätze entdeckt und aufgegriffen werden. Aber es gibt daneben eben auch die Traditionen, für die es schwer wird, Menschen zu gewinnen. Da werden Angebote, die früher einmal gut und attraktiv waren, einfach fortgesetzt, obwohl sie gar nicht mehr angenommen werden. Gruppen funktionieren nicht mehr, weil die Teilnehmer entweder so mobil sind, dass sie nicht mehr kommen, oder so unmobil, dass sie nicht mehr kommen können. Es gibt Gebäude in einer Gemeinde, in denen über viele Jahre viel gutes Gemeindeleben möglich war, die aber jetzt in die Jahre gekommen sind, nur noch wenig ausgelastet, an der Peripherie, nicht mehr im Zentrum der Gemeinde. Sie verursachen hohe Kosten und der Sanierungsbedarf ist ebenfalls hoch. Mancher Kirchenvorstand in den letzten Jahren hat sich mit solchen Themen sehr intensiv beschäftigen müssen. Ja, manche Traditionen, auch in unserer Kirche, sind zur Last geworden, weil die Herausforderungen zu groß, die Kosten zu immens und Nutzen und Gewinn in einem schwierigen Verhältnis zum Aufwand stehen. Neben den Schätzen der Tradition gibt es also auch Traditionen, die einem die Energie rauben, die Energie wegfressen, weil sie viel Kraft und Einsatz erfordern und vor allem Kraft und Einsatz, bei dem nicht ganz klar ist, für wen und ob es sich auch wirklich lohnt. Ich habe selber in der Gemeindearbeit Geschichten erlebt, wo Menschen unter der Last solcher Traditionen leiden. Monate, vielleicht Jahre lang setzt sich ein Kirchenvorstand mit der Sanierung eines maroden Gemeindestützpunkts auseinander. In mehrere Richtungen und mit mehreren Experten von außerhalb werden Modellrechnungen durchgeführt. Lange Zeit kostet die Auseinandersetzung Kraft und Energie. Ja, manchmal lähmt sie sogar die Arbeit im Kirchenvorstand und die Frage kommt auf, haben wir eigentlich nichts anderes mehr auf unserer Tagesordnung? Die Entscheidung, sich von dem Gebäude zu trennen, sie war dann wie ein Akt der Befreiung. Plötzlich entstehen Gedanken, wohin die Gemeinde sich entwickeln kann und weil man Neues in Angriff nehmen kann. Manchmal ist eben so eine Entscheidung durch nichts, aber auch überhaupt nichts zu ersetzen. Auch wenn sie natürlich mit Abschieden und Trennungen und Trauer verbunden ist. Die Erkenntnis aus solchen Traditionen, die lähmen und alles in Beschlag nehmen können, das Neue, es kommt oft nur dann, wenn wir loslassen können. Wenn wir mal ausmisten, was sich so alles angesammelt hat, wenn wir uns auch von liebgewordenen Dingen trennen. Das Neue, es braucht Platz. Oft entsteht der Platz für Neues dann, wenn wir mutig Dinge lassen, die uns lange Zeit sehr wichtig waren. Lassen können. Lassen können ist oft die Voraussetzung für Neues. Lassen können ist wichtig, sowohl in der Tradition der Bibel als auch in der Gemeinde- und Kirchenentwicklung in heutiger Zeit taucht immer wieder diese Erkenntnis auf. Oft sind Krisen der Beginn für neues Leben. In einem Bistum, in einem römisch-katholischen Bistum in Norddeutschland hat ein Mensch, der für Kirchenentwicklung verantwortlich ist, einmal folgenden Satz gesagt. Erst als unseren Gemeinden das Wasser bis zum Hals stand, erkannten wir,
dass wir jetzt schwimmen lernen müssen. Ich wünsche natürlich keiner Gemeinde unserer Kirche, dass ihr das Wasser bis zum Hals steht. Vielmehr umgekehrt. Wenn Sie merken, dass manches belastet, dass manches dauerhaft Kraft raubt, dann kann die Frage sinnvoll sein, wo müssen wir Dinge aufgeben? Wo ist der entscheidende Schlüssel zum Aufbruch? Wofür würden wir unsere Kräfte liebend gern einsetzen, wenn wir sie nicht für all die anderen Aufgaben bräuchten, die uns manchmal so belasten? Oft brauchen wir eine lockende Vision des Neuen, eine lockende Vision, um Altes zu verabschieden. Sie als Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen wollen nun stark starten. Sie wollen aufbrechen in den Raum des Neuen mit einer großen Verheißung. Wie kann das genau gehen? Dazu ein paar wenige Gedanken. Das Neue ist manchmal eine kluge und manchmal eine ganz überraschende Kombination aus all dem, was längst schon da ist. Vor 12 Jahren wurde das Smartphone auf den Markt gebracht. Und dieses Smartphone hat unsere Kommunikationsgewohnheiten total erneuert. Doch dieses radikal Neue war vor allem eine kluge Verbindung aus dem, was längst da war. Es gab längst Telefone, es gab Digitalkameras, es gab einen Minicomputer und es gab Musikplayer und es gab auch schon einen Touch-Display. Alles gab es einzeln. Doch die Verbindung dieser Geräte zu einem Neuen war tatsächlich umwerfend und hat uns und unser Leben verändert. Auch in unserer Kirche werden wir das Rad nicht neu erfinden. Aber manchmal ist die kluge Verbindung von vorhandenen Erfahrungen, Ideen und Projekten, die kluge Verbindung zu etwas Neuem tatsächlich der Beginn für einen neuen Aufbruch. Viele verschiedene Aktivitäten können zusammengedacht werden und plötzlich sind aus einzelnen Aktivitäten für einige wenige ein großer Aufbruch geworden. Dabei ist das Neue nicht immer das Laute, das Schillernde, nicht immer der Super-Event. Es ist eher so, dass das Neue oftmals einfach so geschieht. Gott, der sich um seine Kirche kümmert, ist immer schöpferisch tätig. Er spricht, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Das Neue, es wächst. Oft wächst es von selbst und oft ist unser Zutun gar nicht nötig. Nicht wir sind die Macher des Neuen, nicht die Pfarrerinnen, nicht die Hauptberuflichen, auch nicht die Ehrenamtlichen. Gott ist es, der das Neue schafft. Oft ist es schon genug, wenn wir genau hinschauen und genau hinhören und dabei erkennen, wie sich das Neue durchsetzt. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Es ist gut, wenn wir uns darin üben, das Neue zu entdecken. Wenn wir uns darin üben, genau hinzuschauen auf das, was wächst. Das kann der Aufbruch einer Jugendgruppe sein, wo plötzlich Jugendliche ganz anders, als wir es gewohnt sind, aber ganz ernsthaft über den Glauben und über ihr Vertrauen ins Gespräch kommen, so erneuernd, dass sogar der Kirchenvorstand zum Staunen kommt. Oder es kann ein Aufbruch sein, wie er ganz klammheimlich in den letzten Jahren in unserer Kirche passiert ist. Da haben sich tatsächlich 1000 Menschen, die aus dem Iran und Afghanistan gekommen sind, in unseren Gemeinden nach Taufkursen taufen lassen. Viele wollten Christen werden. Sie entdeckten im Glauben eine neue Lebensperspektive und eine Hoffnung, die ihr Leben trägt und hält. Da bricht Neues auf. Wir haben es nicht gemacht. Gott ist am Werk. Und es kommt darauf an, dass wir es erkennen. Und dass wir dafür aufgeschlossen sind, konkret dafür aufgeschlossen, den neuen Christinnen und Christen aus anderen Teilen der Welt
unter uns Raum geben. Oft passiert Neues, weil sich die Rahmenbedingungen für unser Gemeindeleben verändern, weil Krisen kommen, die dann aber auch gut bewältigt werden, weil Mitarbeitende fehlen oder Dinge anders organisiert werden, weil, wie vorhin schon erwähnt, Gebäude Probleme bereiten und ein ungewöhnlicher Gedanke, eine ungewöhnliche Idee neue Horizonte eröffnet. In unserer Kirche braucht es nicht das Neue um des Neuen willen. Wir müssen niemanden unsere Kraft zur Innovation beweisen. Dies hat in eindrücklicher Weise Dietrich Bonhoeffer an seinen Freund Eberhard Bethge im Dezember 1943 so formuliert. Es geht vor allem darum, schreibt er, dass man mit Gott Schritt hält und ihm nicht schon immer einige Schritte vorauseilt, allerdings auch keinen Schritt hinter ihm zurückbleibt. So Dietrich Bonhoeffer. Das Neue, es hat damit zu tun, dass Gemeinden und Kirchenvorstände immer wieder genau hinhören. Hinhören, was die Gemeinden vor Ort wirklich brauchen. Hinhören, was Gott mit seiner Gemeinde vorhat, was Gott mit uns vorhat, was Gott mit seiner Welt vorhat. Da kommt es vor allem darauf an, die Augen offen zu haben und die Ohren aufzumachen, damit wir mit Gott Schritt halten. Aber eben auch nicht einfach als Macher und Macherinnen ihm vorauseilen. Das, was Sie in der nächsten Kirchenvorstandsperiode für Ihre Gemeinden tun, ist eingerahmt von Gottes großer Verheißung. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrer Arbeit als Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen miteinander viel von diesen neuen Spuren Gottes an Ihrem Ort entdecken. Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer wieder neugierig sind auf das, was neu ist, was wächst. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Freude an dem teilen, was aufblüht und bei Ihnen gestaltet werden kann. Für den neuen Start in die Kirchenvorstandsperiode wünsche ich Ihnen, dass Sie gelassen, aber eben auch stark starten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mutig Entscheidungen treffen und Neues zulassen. Und ich wünsche Ihnen für all Ihr Engagement als Leitung der Gemeinde den Segen unseres Gottes. Den Segen des Gottes, der uns zusagt, siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Amen. Lieber Herr Oberkirchenrat Martin, vielen herzlichen Dank, dass Sie unseren Blick geweitet haben, dass es bei Stark starten nicht um einen Ampelstart mit quietschenden Reifen geht, weil so funktioniert Kirchenvorstandsarbeit nicht, sondern dass wir gestärkt werden und gestärkt bleiben und dass es nach dem Starten auch weitergeht, dass vorher was war, dass Starten dazu gehört, Neustarten, aber auch weitergehen und gemeinsam Ehrenamtliche und Hauptamtliche. Vielen herzlichen Dank dafür.